Hallo in die Runde, der Bauer aus der Mark, Biobauer, extra für Herrn Beckmann von der ARD, der unwahrscheinlich viel Ahnung von Landwirtschaft hat. Scheint es jedenfalls. Sein Kommentar ist absolut hohl. Gut, wollen wir mal von vorne anfangen. Er hat ja die verteidigt, die Küchenhilfe aus Österreich hat er ja verteidigt, dass sie ja die Pflanzenschutzmittel abschaffen wollte. Und er bezeichnet es genauso wie die Küchenhilfe aus Österreich als Gift. Die Dosis, hat schon Paracelsus gesagt. Vielleicht können Sie ja recherchieren, wer Paracelsus war. Sie als Journalist verlange ich von Ihnen, dass Sie auch ein bisschen, aber nur ein bisschen recherchieren können. Und dann hauen Sie hier so einen Korken raus. Die Bauern brauchen diese Pflanzenschutzmittel, um die Pflanzen schneller marktfähig zu machen, dass die Pflanzen schneller wachsen. Sag mal, Meister, hast du in Biologie völlig gefehlt oder... Hast du völlig abgefehlt? So viel Dummheit auf den Haufen kann man doch gar nicht, kann man überhaupt nicht mehr verkraften. Pflanzen wachsen nicht schneller durch Pflanzenschutzmittel. Sie wachsen nur gesünder. Deswegen heißen sie auch Pflanzenschutzmittel und nicht Gift. Ich sage Ihnen das nochmal ganz explizit. Pflanzenschutzmittel wendet auch der Biobetrieb an. In Form von Schwefel oder Kupfer. Und apropos Kupfer. Wenn Sie jetzt ein bisschen recherchieren würden, also Google hilft da schon viel, wenn Sie das Google-Buch aufschlagen, Herr Beckmann, ist das vielleicht ein bisschen besser wie Ihre journalistische Leistung, die Sie hier mit diesem Artikel abgeliefert haben. Den heftig hinten dran. Sie sind einfach nicht in der Lage, überhaupt mal nachzufragen, warum, wieso, weshalb. Da gab es so ein schönes Kinderlied. Ach nee, den Feier. Bei der Sesamstraße. Warum, weshalb, wieso? Aber nichtsdestotrotz, Sie könnten gerne bei mir noch mal ein paar Tage auf Lehramt kommen hier. Ich würde Ihnen gerne noch was beibringen als Biobauer und meine konventionellen Kollegen, wenn ich sie zurückhalten kann für diese Äußerung, die Sie getätigt haben, könnten Ihnen auch noch was beibringen. Denn Pflanzenschutzmittel heißt, dass Pflanzenschutzmittel vor Pilzen schützt, vor Insekten schützt, die zum Beispiel beim Getreide Schaden anrichten, aber auch bei Zuckerrüben, Kartoffeln. Wir nennen da mal den Kartoffelkäfer. Sie wissen, dass der Kartoffelkäfer selber die Pflanze nicht mehr angreift. Aber die Larve des Kartoffelkäfers, nach 3 Tagen ist die Pflanze durch die Larven komplett kahl gefressen. Da steht bloß noch die Pflanzen, die Rippe der Blätter da. Ohne Assimilationsfläche, keine CO2-Aufnahme, ist gegen den Klimawandel. Vielleicht können Sie ja da mal ein bisschen recherchieren. Und dann ist es so, Kupfer, was der Biobauer einsetzen darf, ist tödlich für alle tierischen Lebewesen, die im Boden sind. Wenn der Bauer das ein bisschen mit den Mengen übertreibt, also dieser Häufigkeit der Anwendung. Das wäre zum Beispiel dieses Jahr ziemlich schräg geworden, weil ja ziemlich nasser Sommer war. Aber das verstehen Sie bestimmt. Sie haben ja Ahnung von Landwirtschaft. Kupfer tötet nicht nur die Regenwürmer, auch Kolumbolen und alle anderen Pilze, die auf der Boden oder im Boden sind. Und damit ist die Rotte nicht mehr gegeben. Aber wenn Sie ein bisschen mit Google-Buch aufschlagen, kriegen Sie das in den Griff. Und dann habe ich noch eine Bitte. Wenn Sie das nächste Mal von Pflanzenschutzmitteln reden, die wir Bauern unbedingt brauchen zum schneller Wachsen, sind Sie als Kind, als Sie einen Löffel Medizin gekriegt haben, vielleicht Lebertran, kann ja manchmal sein, einen Löffel davon gekriegt haben, auch schneller gewachsen? Zack, 10 cm an 3 Tagen oder wie? Und schneller reif, in der Reife können Sie ja nicht geworden sein. Denn Sie hauen ja solche Korken raus in dem Kommentar, der mit öffentlichen Geldern, also mit Gebühren der Gebührenzahler, also mir und allen anderen ringsherum bezahlt worden ist. Sie verbreiten also nur Humbug und werden dafür noch bezahlt. Fürstlich, von meinem Geld. Ich verwehre mich dagegen, dass Sie solche Lügen verbreiten. Bis zum nächsten Mal. Sie können gerne vorbeikommen. Alle wissen, wo ich bin. Und wenn nicht, fragen Sie einfach nach. Bis denn. Der Bauer aus der Mark.